Dissertation ist kein Plagiat und dem Vorwurf. Hi Leute, Vinny von Gogh von Beta Productions hier. Sehr viele Leute haben gefragt, ob ich ihnen ein paar Tipps geben kann zum Facharbeit schreiben, weil sie eben gerade mittendrin sind und nicht weiterkommen. Und ja, natürlich kann ich das machen. Und es ist eigentlich relativ einfach. Also ich habe hier einfach jetzt ein paar Tipps rausgesucht und werde es einfach mit euch eine ganze Facharbeit hier schreiben. Ich werde es relativ schnell durchziehen und eben müsst einfach noch ein zweites Mal durchschauen, wenn es euch zu schnell ging. So, was wir als erstes machen, ist natürlich das Deckblatt. Da habe ich mich vor allem, habe ich mich jetzt in dem Fall für Philosophie entschieden, weil dann sparen wir uns die Fußzeilen, also es kann da schon mal keine Fehler geben und wir müssen auch keine raussuchen. Alles, was wir jetzt hier in diesem Text schreiben, wird einfach von uns selbst kommen oder von uns selbst rausphilosophiert und deswegen wird es auch keine Fußzeilen geben, weil wir eben alles, weil eben alles von uns ist. So. Ich habe mich jetzt für erste Analytiken oder Lehre zum Schluss entschieden. Was wir jetzt machen, ist zentrieren. Dann machen wir das erstmal fett. So. Und dann machen wir es natürlich richtig groß. So, das kann ruhig zwei Zeilen werden. So. 48, so. Das muss natürlich in die Mitte. Das heißt, wir machen das hier ein bisschen kleiner, dass wir das hier besser sehen. Okay. So in die Mitte, das passt. Dann noch eine neue Zeile, da machen wir es eine ganz kleine Schrift. Und da schreiben wir jetzt, wer die Facharbeit geschrieben hat, von Schoolhater. Okay, so. Dann gehen wir aufs nächste Blatt, wir brauchen ja eine Gliederung. So, nächste Seite. Die Gliederung habe ich euch auch schon vorbereitet, müsst ihr einfach bloß rauskopieren. Die wird ungefähr so aussehen. So, die Gliederung machen wir hier wieder ein bisschen größer, 15. Und das muss hier alles natürlich links gebunden werden. Gut, dann haben wir unsere Gliederung auch fertig. Dann kommen wir jetzt eigentlich zum Hauptteil. Das heißt, wir machen hier wieder Enter, 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 bis wir auf die nächste Seite kommen. So, jetzt geht es um den eigentlichen philosophischen Teil. Das heißt, den Text, den ich jetzt mal kurz geschrieben habe, könnt ihr entweder auch nehmen oder ihr könnt auch euren eigenen Text schreiben. Den nehmen wir einfach hier und kopieren ihn rein. Was jetzt natürlich noch das Problem ist, wir haben nur 7 Seiten, wir müssen ja mindestens 10 schreiben. Zum Glück haben wir noch ein paar Sachen vergessen, die natürlich essentiell sind für eine erfolgreiche Facharbeit und die auch vorgegeben sind, und zwar vom Layout. Ein paar Sachen. So, wir müssen beim Seitenlayout noch was verändern, und zwar für die Korrektur brauchen wir natürlich links und rechts jeweils 1 cm Platz. Das können wir hier verändern. Und was wir auch noch machen wollen, ist, dass wir die Facharbeit ja nachher abheften wollen. Das heißt, wir brauchen links nochmal mindestens einen halben Zentimeter Platz. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Was wir jetzt noch vergessen haben, ist der doppelte Zeilenabstand, weil der Lehrer das ja korrigieren möchte. Das heißt, wir gehen hier wieder unter Absatz und setzen bei Zeilenabstand doppelt ein. Jetzt haben wir schon hier 12 Seiten, das sieht doch schon sehr gut aus. 13 Seiten, Entschuldigung. Und jetzt für den Abschluss brauchen wir noch ein paar Sachen, das hier ein bisschen aufzulockern, weil es ja doch relativ viel zu lesen ist. Ein paar Bilder, da habe ich jetzt ein paar vorbereitet. Die werden wir jetzt einfach hier reinziehen. So, ich muss auch schauen, dass die natürlich in den Absatz reinpassen und Sinn machen. So, das erste Bild. Dann weiter unten setzen wir hier noch eins rein. Wo ist das jetzt hin? Ah, das ist direkt drunter. Das müssen wir auf eine andere Seite ziehen. Und dann bringen wir da kurz vorm Ende noch eins rein. Hier. Jetzt sitzt es wieder da oben. So. Okay, das sieht doch schon sehr gut aus. Und hiermit haben wir jetzt schon solide 14 Seiten Facharbeit geschrieben. Was jetzt natürlich noch ganz wichtig ist, um das Ende zu markieren, ist nochmal ein bisschen größer. Da könnt ihr ruhig wieder auf 15 gehen. Natürlich wieder mittig. Ende. Und ja, so sieht eure perfekte Facharbeit aus. Für den Text, den könnt ihr einfach unten in der Beschreibung auf den Link klicken und da findet ihr dann den Text, den ich da verwendet habe. Und das ist natürlich alles Open-Source-Material, also ihr könnt es natürlich gerne für eure Facharbeit weiterverwenden. Danke, bis zum nächsten Mal. Mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler.